habe mir die Bundestagsdebatte mit angehört. Einige haben es immer noch in der Politik als einen Herdenschutz dargestellt. Das ist es eindeutig nicht mit der Impfung. Die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen stellt in vielen Intensivstationen derzeit die größte Gruppe der Covid-Betroffenen also dar. Davon sind viele geboostert. Das bedeutet nicht, dass die Boosterung nicht vor schwerer Krankheit schützt. Die tut es, aber tatsächlich ist das Risiko, wenn es auch in relativen Einheiten klein ist, weil es so viele betrifft, ein großes Risiko. Wir werden Impfstoff beschaffen, um diese erfolgreiche Booster-Impfungskampagne in die nächsten Monate hineinzubringen. Und wir werden dann in den Monaten danach mit neuen Impfstoffen, die auf die Omikron-Variante angepasst sind, dieses Werk weiterführen. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Aber wir werden dranbleiben und das wird eine dauerhafte Aufgabe sein, denn auch das kann man jetzt schon als Schlussfolgerung aus dem, was wir heute wissen, mitnehmen. Erstens, wir werden wohl noch länger impfen müssen und deshalb macht es Sinn, dass die Impfstrukturen, die wir jetzt neu etablieren, nicht so schnell wieder heruntergefahren werden, sondern dass wir das mit einer längeren Perspektive versehen. Und vielleicht ist es jetzt tatsächlich so, dass wir uns darauf einrichten müssen, dass wir immer mal wieder uns einen Peak beschaffen müssen, damit wir gut genug geschützt sind. Immer mal wieder uns einen Peak beschaffen müssen.